Subi, the Void Park ist fertig und die Berufsschule Please ist noch nicht fertig. Aber ich werde jetzt mal den Namen hier eintragen, der in Kommentaren war. Kann ich das hier machen? Westdale. Ist jetzt Sin City. Schreibt man das so? Oder sind es zwei Worte? Ich bin mir nicht sicher. Ich schreibe es mal so. Smackedidi. Okay. Da geht noch was mit der Berufsschule. Jetzt noch wüsste, was uns fehlt, würde ich natürlich danach schauen. Feuerwerk. Yeah, und Müll. Überall Müll. Wahrscheinlich wegen täglichen Feuerwerk. I don't know. Berufsschule. So, Campusgelände. Wait a minute. Jetzt muss ich doch gerade mal gucken. Wir haben uns spezialisiert auf. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich sie eigentlich. Gefeiert. Ja, wir brauchen noch mehr akademische Werke, mehr nicht. Okay, ja, cool. Akademische Werke können wir raushauen. 40%. Das Lehrpersonal, gut, das wird teurer. Er sammelt im Verlauf des Studienjahres einen Bonus und. Hello. Ich habe gestern Fortnite gemacht. Sammelt im Verlauf des Studienjahres einen Bonus für die Erschaffung von akademischen Werken an. Also einfach nur ein Bonus. Mehr werden es dadurch nicht. Okay, then I don't fucking care, würde ich jetzt sagen. Gut, dann produzieren wir einfach noch mehr akademische Werke und das passt. Dann haben wir die Scheiße nämlich durch. Dann schauen wir uns erstmal alles andere an. Das sieht ungesund aus. It is, indeed. Yep. Naja gut, es geht noch. Also damit können wir noch arbeiten. Damit können wir definitiv auch noch arbeiten. Damit können wir auch arbeiten. Tatsächlich frage ich mich dann, wieso da so viel Müll im Void Park rumliegt, was ja nichts Neues ist. Aber gut. Das sieht gut aus. Das sieht auch hervorragend aus. Die Feuergefahr halt eben nicht. Die Kriminalitätsrate könnten wir noch etwas verbessern, würde ich jetzt mal behaupten. Weil im Campus ist die Kriminalität extrem hoch. Sauber. Sonst passt's aber. Jetzt frage ich mich natürlich, wieso das der Fall ist. Naja gut, dann ist ja eigentlich in Ordnung. Grundschulen und Oberschulen benötigen wir auf jeden Fall noch ein paar. Haben wir denn hier welche rausgehauen? Natürlich nicht. Dann müssen wir gleich mal eine Grundschule hinterhernatzen. Yep. Genau da. Bam. Und weil es so schön war, eine Oberschule hinterher. Direkt nebendran. Ja, das geht so nicht. Das ist pretty sad. So geht's. Moment, doch, das ist direkt nebendran. Alles klar, vergesst, was ich gesagt habe. Uni passt. Und die Nutzung der öffentlichen Bibliotheken, ja. Original 25 von 125. Das ist natürlich lame. Alright, dann brauchen wir natürlich noch mehr Wohnungen. Jetzt könnte man da unten noch ein paar Wohngebiete zuweisen, denn ich denke, obwohl wir können da auch noch einiges machen. Der Anonymous Park, der läuft auch noch, oder? Ja, an für sich schon. Was ist da los? Nicht genügend Käufer, da müssen wir Gewerbegebiete dran machen. Dann machen wir das doch nochmal instant. Ja, große vielleicht. Damit die dort mehr Zeug raushauen, gucken, ob die Versorgung passt. Die steht nämlich natürlich nicht zu 100%. War ja eigentlich zu erwarten. Dahin. Dahin, jawohl. Und dahin. So. Der Rest sollte passen. Dann haben wir da hinten dran, könnten wir nochmal ein Wohngebiet zuweisen. Andererseits könnten wir auch hier noch ein bisschen expandieren. Wir machen beides. Weil wir es können, machen wir beides. Wie immer, ich habe meine Abfahrten noch nicht wieder drauf kopiert. Das habe ich vergessen. Aber macht ja auch erstmal nichts. Und natürlich habe ich instant gefailt. So. Yeah. Okay. Und okay. So, da haben wir direkt Wohngebiete drumherum. Komplett. Natürlich, oh, Wasserversorgung passt. Alles klar. So, die Nachfrage sinkt. Stadtmäßig haben wir jetzt schon das Maximum erreicht. Das heißt, wir könnten jetzt mal anfangen, einzigartige Gebäude rauszuhauen. Oh, fuck. Ausgerechnet da. Sinkhole my ass. God damn it. Was? Ich würde gerne. Ah,
Catastrophe Shoots. Ich glaube, ich fail jetzt gerade aufs Massivste. Denn, wo ist denn hier das nächste Teil? Da. Moment, Moment, Moment. Hier, zack. Alle Schutzräume in Evakuierungsmodus. Hoffentlich, Alter, nicht den Void Park kaputt mache. Wirklich nicht. Ach, genau am Void Park. Verdammt. Florian, guten. Ja, die Dinger sind... 7... 6.7. Okay. Fucking Sinkhole. Jetzt müsste ich natürlich mal gucken. Natürlich ist da auch die Straße drunter. War ja klar. Ich hoffe, dass nichts passiert. Aber bei meinem Glück... smasht jetzt hier alles weg. Wir warten. Was passiert? If something happens. Muss ja nicht sein. Natürlich. Passiert einfach nichts. Ich habe ein wenig Angst hier. Die ganzen Leute gehen panisch in die Räume. Habe ich denn eigentlich genug Schutzräume? Schutzraumkapazität, Abdeckung ist natürlich hier ganz beschissen. Das ist scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ziemlich beschissen hier. Fuck me. Nicht cool. Gefälle zu steil. Okay, komm, dann können wir hier noch ein paar raushauen. Nur so präventiv. Ich meine, wir haben genug, aber die Abdeckung ist halt meh. Okay, cool. Ich sehe schon kommen, dass da was passiert. Ist der auch offen jetzt eigentlich? Bürger evakuieren, bitte. Die sind alle offen jetzt, oder? Da waren doch noch mehr, ja. Okay, cool. And there you go. A sinkhole has occurred somewhere in the city. Stay out of harm's way and contact authorities with any information. Wie wär's, wenn du Deutsch sprichst? Shit. Okay, hier ist jetzt natürlich alles im Arsch. Alright. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hoffentlich nicht so die Verluste hatten. Lass die Leute wieder raus. Und wir gucken uns den Spaß erstmal an. Oh my God. Aber... die Autobahn, die unterirdische, ist nicht betroffen. Gott sei Dank. Wenigstens das. Jetzt müssen wir nur das Gebiet wieder einebnen. Wir haben noch Erde verfügbar. Gelände einebnen. Das wird jetzt schwierig, das wieder ordentlich hinzubekommen. Studienjahrbericht. Anti-Schwerkraft-Drohnen. Ja, nice. Okay. Cool. Das Studienjahr kann ich mich nur leider jetzt gerade nicht drum kümmern. Tut mir leid. Okay. So. Ja, das ist zu wenig. Da muss mehr. Und größer vor allem. Also die Höhe und dann ab dafür. Müssen das ganze Ding erstmal wieder anheben. Fuck. Uncool. Das kriege ich doch nie wieder alles auf eine Ebene, ey. Oh, das war auch da gar nicht so hoch. Okay. Dann gehen wir jetzt hier auf die Höhe. Uäh. Und dann versuchen wir hier mal wieder eine Anbindung zu bekommen. Das hält jetzt natürlich dezent auf. Aber na gut. Was haben wir da für geile Straßen? Die da. Ziehen wir jetzt erstmal darüber. Die ist jetzt... das sieht echt Sinkhole-mäßig aus. Das können wir so nicht lassen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen anheben. Looks like shit. So. Ja, so ist doch besser. Ah, hoffentlich. Da war halt ein Gefälle wie Sau, ne? War. Wohlbemerkt, war. Okay, Straße jetzt. Gucken wir mal. Jörg. Die Evakuierung ist aufgehoben, ja. Und dann sollten wir den auf jeden Fall abreißen. Ja. Und neu setzen. Dann, hier ist die Straße kaputt. Und die Monorail. Oh, fuck, die Monorail. Shit. Okay. Monorail. Brauchen wir auch neu. Wo ist sie? Mono. Was? Straßen reparieren? Ja, jetzt habe ich es nicht gesehen. Die Monorail. Seilbahn. Monorail. Okay, cool. Na, das sieht aber nichts aus hier.
Eigentlich, die ist kaputt. Komplett kaputt. Straßen reparieren. Ja, sollte ja wohl eigentlich gehen. Hier ist irgendwas unterbrochen worden. Wahrscheinlich unterirdisch. I don't see. Ist denn da überhaupt irgendwas unterirdisch? Also Moment, Straße unterirdisch. Ist doch gar nichts. Ach so, ah, das ist die Buslinie. Okay, die Buslinie. Nix, guten. Ich habe eben schon gesagt, es ist sehr wahrscheinlich, dass du morgen früh nicht wach bist. Ich kenne dich doch. Ja, okay. Also die Buslinie hat es zerlegt. Jetzt frage ich mich im Nachgang, wo die denn bitte langgelaufen sein soll. Ich habe keine Ahnung. Egal, let's do this. Buslinie. Ja. Haltestelle zum Verlegen ziehen, so. Aye, das ist eine Endstation jetzt. Können wir die jetzt nicht wieder miteinander verbinden, dann mache ich sie einfach weg. So sieht's aus. Und dann müssen wir jetzt nochmal gucken, dass wir die Monorail in den Griff bekommen. Beziehungsweise, ja, die Straßen sind im Arsch. Bis die die repariert haben, habe ich sie auch neu gebaut. Hm. So, und dann... Ist das eine Einbahnstraße? Nein, ist es nicht so. Und da, same shit. Beziehungsweise, das Stück ist im Arsch. Wir ziehen das da rüber. Und der Rest sollte Monorail sein, ne? Na gut, schauen wir mal, ob sie es reparieren. Ist jetzt blöd. Ganz blöd. Juju. Scheiße gelaufen. Hier war ein Skatepark, wenn ich mich nicht täusche. Ziemlich genau da. Jank. Und jetzt gucken wir mal, was hier an Gebieten eigentlich war. Das sieht stark nach Wohngebiet aus. Das auch. Okay, cool. Let's Wohngebiet zum. Da auch. Alles raus. Obwohl das... Ah, ja, ja, doch, passt. So, jetzt müssen wir noch die Monorail reparieren. Nach Möglichkeit. Ich habe jetzt überhaupt keinen Bericht bekommen, ne? Irgendwie... Ich könnte jetzt Katastrophen... Ah doch, da. Gestorbene Bürger, 65, 11 zerstörte Gebäude und 485 Meter zerstörte Straßensegmente. Jetzt geht das wieder los. Okay, jetzt müssen wir nur mal gucken, dass wir die Monorail sauber darüber bekommen, beziehungsweise... Erstmal hier raus und dann das weg und das weg und jetzt fliegt uns natürlich alles um die Ohren, das war's klar, aber ich kann es jetzt gerade nicht ändern. So... Gefälle zu steil, ja. Leck, fett. Okay. Bye. Jetzt sollte das Gefälle vielleicht nicht mehr zu steil sein. Beziehungsweise überlege ich, ob ich die Straße überhaupt wieder bauen soll. Ja, gut. Okay, wir ebnen nochmal ein. Oh, Mann. Chaosbeseitigung. Ich liebe es. Wir nehmen das Mittelding und ebnen es einfach so runter. Und dann können wir bestimmt... Am Viot Park, der nichts abbekommen hat, war sie Glück. Genau, hier die Scheiße vielleicht einfach nochmal bis dahin ziehen. Beziehungsweise. Nee, das ging da durch, oder? Das muss ja da durchgegangen sein. So. Wenn nicht, tut's es auf jeden Fall jetzt. Und jetzt holen wir uns die Monorail und bringen da nochmal die Anbindung an den Start und dann sollte das doch wieder laufen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt, ohne Scheiß, nicht wie es vorher ausgesehen hat. We will see. Wieso ist dieser Ort bereits... That's Bullshit. Warum kann ich das nicht auf der Straße bauen? Monorail auf... Achso, deswegen. Es muss eine Monorailstraße sein. Okay. So, 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 so und so. Und zweispurige Straße. Bis hier, bis da und bis da. So sieht's aus. Jetzt haben wir die Monorail wieder. Jetzt müssen wir natürlich auch nochmal die entsprechenden Linien begutachten, weil die hat es jetzt natürlich zerlegt. Oder? Ja klar, komplett. Da fährt keine Sau mehr lang. Na gut. Dann gehen wir von hier zur nächsten. Das ist tatsächlich die. Und wieder zurück. So. Joink. Dann haben wir hier die Verbindung wieder. Dass wir da durch einen Void Park fahren, ist irgendwie suboptimal. Aber na gut. So, und die Buslinie steht wohl auch wieder. Zumindest da. Ja, okay.